Denkt immer, man setzt sich dahin und erzählt das, was man der Freundin auch erzählt, das, was man der Mama am Telefon erzählt, was man eben so den Tag gemacht hat. Sollte nichts Außergewöhnliches sein, aber wenn da irgendwie nur so ein Handy steht, mit dem man dann redet, dann ist es irgendwie doch relativ komisch. Vor allen Dingen steht der jetzt gerade auch noch irgendwie so angelehnt an meiner Kaffeetasse, ist alles noch total provisorisch. Aber ich dachte, ich fange jetzt einfach an. Genau. Also für alle, die mich irgendwie auf Instagram oder auf YouTube bis jetzt schon verfolgt haben, die wissen ja, dass ich Texte schreibe und dann angefangen habe, die Texte auf meinem Blog zu veröffentlichen und später dann dazu oder jetzt vor kurzem damit angefangen habe, die Texte auch in Videoform darzustellen und hier auf YouTube. Genau. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich euch vielleicht auch gerne mitnehmen würde, so ein bisschen durch meinen Alltag. Ich studiere ja was, was eigentlich überhaupt nichts so mit Kunst und Schreiben zu tun hat. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie ich versuche trotzdem so dieses künstlerische, ja, also meine Gedanken in Form von Schrift oder auch Bild irgendwie auszudrücken, wie ich das im Alltag versuche einzubauen. Und auch, was ich so schaue, was ich so lese, was mich so bewegt. Und genau dafür eignen sich ja so Vlogs immer relativ gut. Ihr habt eben schon gesehen, dass ich mit einer Freundin in der Stadt war und wir wollen Ostergeschenke kaufen. Schoki bei Goldhelm, das habt ihr auch gesehen. Das ist hier in Erfurt eine Schokolaterie, glaube ich, sagt man so. Und da gibt es ein bisschen ausgefallenere und eben sehr gute Schokolade. Die habe ich für die Family besorgt. Und dann waren wir noch einen Kaffee trinken. Und davor habe ich ein Buch abgeholt. Und zwar Das weibliche Prinzip. Genau. Könnt es auch mal auspacken. Tada, hier ist es. Und ich lese euch vielleicht einfach kurz den Klappentext vor. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Mitreißend erzählt Bestseller-Autorin Meg Wolitzer von Macht und Emanzipation, von Idealen und Enttäuschungen, von Generationskonflikten und vom Mut, neue Wege zu gehen. Und genau, neue Wege gehen ist irgendwie gerade auch so ein Thema für mich. Mut und Emanzipation irgendwie auch. Und ich wollte das Buch schon ganz lange lesen, aber es war irgendwie immer relativ teuer und ich habe das jetzt auf Medimops bestellt. Das ist eine Seite, wo ihr Gebrauchtbücher bestellen könnt. Und genau, also was ich so auf den ersten Blick sagen kann, sieht super gut aus. Es ist irgendwie auch nicht kaputt oder so. Und ich freue mich jetzt einfach, also ich habe es zu wirklich einem Drittel von dem bekommen, was es eigentlich kostet. Und wenn man Student ist und nicht so viel Geld hat, dann macht sich das auf jeden Fall gut. Genau. Ja, ich werde heute Abend einen ganz entspannten machen, noch was kochen und dann auf jeden Fall anfangen zu lesen und euch vielleicht noch zeigen, was ich heute Vormittag geschrieben und gemalt habe. Genau. Ich hatte nämlich heute keine Uni und da habe ich die Zeit gleich mal genutzt. Es geht sowieso bei mir jetzt relativ entspannt los. Erste Woche, Uniwoche, außer Wochenendseminar war es noch relativ entspannt und dann muss man die Zeit natürlich nutzen.
So, bevor ich mich jetzt ans Abendbrot mache, wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich heute Vormittag gemacht habe. Und zwar habe ich ein bisschen geschrieben und dazu was gemalt. Im Moment ist es so, dass ich total gerne auch zu dem, was ich schreibe, was zeichne oder eine Collage mache oder ausschneide und male. Genau. Und das ist dabei rausgekommen. Ach so, by the way, das ist eine Empfehlung von der lieben Emina. Falls ihr sie nicht kennt, guckt unbedingt ihre Videos. Sie ist eine ganz, ganz inspirierende junge Frau. Und sie hat dieses Skizzenheft empfohlen. Das ist von Leuchtturm. Und auf der ersten Seite kann man immer hier eintragen, die Seite und dann das Thema. Und das ist das, was ich heute Vormittag gemacht habe. Ein paar Zeilen geschrieben und dazu was gezeichnet. Also der Satz, wie stabil ist mein Vielleicht, den habe ich vor 2 Tagen schon in mein Gedankentagebuch geschrieben. Das kann ich euch vielleicht die Tage auch mal zeigen. Und daraus ist dann heute Morgen dieses Bild entstanden und dieser kleine Text. Eventuell mache ich da auch noch mal ein größeres Video zu. Genau, aber mal sehen. So viel erstmal dazu und dann muss ich euch unbedingt noch diese wunderschöne Aussicht zeigen, denn die Aussicht an sich ist nicht so schön. Meine Fenster sind ultra dreckig, aber das, was da scheint, ist wunderschön. Die Sonne, die letzten Tage waren nämlich furchtbar. Und ich finde, Sonne hebt immer unglaublich die Stimmung an. So viel dazu. Morgen ist Dienstag, 9:22 Uhr und ihr habt ja schon gesehen, wie ich gefrühstückt habe. Ich hatte heute Vormittag Uni frei, weil wir ein Blog-Seminar am Wochenende hatten und deswegen ist heute was ausgefallen. Genau. Und ich habe die Zeit genutzt und war schon ein bisschen kreativ und ich wollte euch einfach noch kurz zeigen. Also hier ist wieder die Seite und das, was ich heute gemacht habe. Fokussiere. Was ist, wenn ich meine Träume in der Realität nicht tragen kann? Genau, das war das von gestern. Und das hier. Och, Kamera, komm schon. Tadam, da ist es. Genau, das ist heute Vormittag entstanden. So, alles noch ungewohnt. Ich muss ja erst mal gucken, wie das funktioniert alles. Ich wollte mich noch mal kurz melden, bevor ich mich jetzt los in die Uni mache. Ich bin mittlerweile angezogen, fertig gemacht und bin bereit. Genau, habe Sachen gepackt und wollte euch aber noch einen kleinen Nachtrag, ignoriert mein Chaos im Hintergrund, zu heute Morgen geben. Und zwar, falls ihr euch gefragt habt oder falls ihr euch auch nicht gefragt habt, ich erkläre es euch trotzdem.
wie ich zu den Sätzen komme oder Fragen oder Worten, die ich dann quasi in meinem Skizzenbuch visualisiere. Ich schreibe ja abends immer Gedankentagebuch und das funktioniert so, dass ich mich eben, bevor ich meine Augen zumache, mich nochmal hinsetze. Manchmal sind es 10, manchmal sind es 15, manchmal sind es 20 Minuten. Und einen Satz oder zwei Sätze oder drei, einen Gedanken, eine Frage, etwas, was mich bewegt, etwas, was mich beschäftigt heute an dem Tag oder auch generell. Manchmal beschäftigt einen was ja länger, aber man kann es irgendwie erst an einem späteren Zeitpunkt auf den Punkt bringen. Eine Erkenntnis eben niederschreibe. Und genau, jetzt habe ich eben damit angefangen, dass ich mir dann einen Satz rausnehme, wenn ich Zeit habe. Hier ist es übrigens. Und den dann auch noch in meinem Skizzenbuch visualisiere. Ich schneide was aus in Zeitschriften. Ich male mit Aquarell, mit Markern, mit sonst was. Genau, und da bin ich aber auch, habe ich jetzt auch erst mit angefangen. Also ich komme ja eigentlich vom Schreiben sozusagen. Aber habe damit jetzt angefangen und es gibt mir auch ganz, ganz viel. Und man beschäftigt sich auch nochmal anders mit dem Gedanken, als wenn man ihn in Anführungsstrichen halt nur aufschreibt. Genau. Ja, das wollte ich euch einfach noch kurz sagen. Also 10, 15 Minuten am Tag hat man eigentlich immer gerade vorm Schlafen gehen. Das bringt einen auch nochmal runter und das bringt einen auch irgendwie dazu, nochmal ganz anders über den Tag nachzudenken. Und ja, die hat man, wie gesagt, meiner Meinung nach immer. Und auch wenn es stressig wird, weil dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr die Zeit haben, jeden Tag so zu zeichnen. Das genieße ich im Moment ganz doll. Aber wenn das Semester wieder richtig losgeht, dann werde ich dafür nicht mehr die Zeit haben. Aber eben dieses Schreiben und dann kann man später auf die Gedanken auch zurückgreifen und die eben dann zu einem anderen Zeitpunkt, wenn eben die Zeit da ist, visualisieren. Genau, ja. Und für alles muss man sich irgendwie auch Zeit nehmen, aber ich finde gerade für dieses Kreative, was mir zumindest so viel gibt, ist es das auf jeden Fall wert. Und das war auch ein Vorsatz für dieses Semester, dass ich mir dafür mehr Zeit einräume. Und ja, mal sehen, wie ich das umsetzen kann. So, jetzt mache ich mich erstmal los zur Uni. Ich wollte mich kurz melden. Ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Ich war in der Uni und danach war ich noch mit einer Freundin spazieren. Es war ja total schönes Wetter und genau, wir waren hier an einem Fluss und haben uns dann zwischenzeitlich noch im Park gesetzt und einfach ganz viel geredet. Ich weiß nicht, ich finde so lange Gespräche mit guten Freunden, die geben einem auch immer richtig viel. Genau, und jetzt habe ich gerade noch so ein bisschen Orga-Kram für die Uni erledigt und habe jetzt beschlossen, vom Kochen noch ein bisschen Gedankentagebuch zu schreiben, weil ich irgendwie schon merke, dass ich ziemlich müde werde und dann wird das heute Abend wahrscheinlich nichts mehr, beziehungsweise ich wollte auch noch unbedingt weiterlesen, genau deshalb werde ich das jetzt machen und dann kochen und dann mich mit meinem Buch ins Bett verkrümeln und mehr passiert heute auch nicht mehr.
Hallo, aus mittlerweile schon gewohnterer Perspektive. Setz mich wieder hier an meinen Coming-Tisch. Genau, ich habe euch ja gezeigt, heute Vormittag habe ich mit Uni verbracht, Vorlesungen zusammengefasst und was vorbereitet, damit sich das nicht so anhäuft. Wochenende steht ja auch Ostern vor der Tür, daher will ich ein bisschen Zeit haben für meine Family und schöne Sachen. Genau. Und ich wollte euch einfach nur nochmal sagen, dass es halt nicht selbstverständlich ist oder auch nicht jeder Morgen bei mir so aussieht wie der gestern. Es wäre schön, aber so ist es nicht. Dass natürlich auch Uni-Sachen gemacht werden müssen, dass es natürlich auch immer eine Frage ist, wie viel Zeit nehme ich mir und wie viel Zeit kann ich mir auch nehmen. Und ich bin dann immer eher so, dass ich dann doch mehr so in die Pflicht investiere, daran will ich arbeiten. Und auch mehr mal sagen, okay, jetzt mache ich nicht alles für die Uni hundertprozentig, aber mach nochmal das, wofür mein Herz brennt, schreib nochmal was oder mal nochmal was. Aber natürlich muss ein Grundstock auch einfach erledigt werden an Sachen. Und ich bin immer kein Freund davon, wenn sich was so anhäuft. Deswegen immer regelmäßig abarbeiten und genau, deswegen heute Vormittag so. Und ich will mir heute Abend nochmal dafür Zeit nehmen, dann zu schreiben und kreativ zu sein. Und mal sehen, ob es klappt, aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Ich habe heute Vormittag was gemacht. Genau. Und jetzt bin ich auch schon viel zu spät dran und mache mich jetzt los zur Uni. Genau. Hallo, von meiner Yogamatte. Wie ihr euch vielleicht gedacht habt, war ich eben laufen. Ich hatte ja bis heute Nachmittag Uni und habe danach das schöne Wetter und die Helligkeit genutzt und mir nochmal die Laufschuhe angezogen. Genau, und jetzt sitze ich hier, weil ich mich gleich noch eine Runde dehnen will. Ich wundere, ich habe mein T-Shirt gewechselt, weil ich so durchgeschwitzt war, wie man vielleicht auch sieht. Was ich eigentlich sagen wollte, also warum ich mich melde, ist, dass ich beim Laufen ganz gut auch nachdenken kann, anders als beim Schreiben oder beim Zeichnen. Da beschäftigt man sich ja mehr oder weniger bewusst mit seinen Gedanken und versucht die auch pointiert irgendwie auf Papier zu bringen, entweder durch Worte oder eben auch durch Worte und Bilder. Und beim Laufen ist es eher so, dass die Gedanken unbewusst kommen. Die kommen und gehen und kommen und gehen. Und manchmal merke ich da auch, dass ich Themen habe, die mich beschäftigen, denen ich mir gar nicht so bewusst bin. Und ich finde, Laufen ist dafür irgendwie eine total gute Möglichkeit, sich einfach mal mit sich selber und den Dingen, die eigentlich einen wirklich beschäftigen, zu befassen. Weil man ja den ganzen Tag über mit Informationen vollgestopft wird, sei es jetzt in der Uni oder auch in Gesprächen oder man ist da, es ist immer eine komplette Reizüberflutung und Laufen ist so Zeit für mich und manchmal will ich mich damit gar nichts beschäftigen, dann mache ich mir einen Podcast an oder einfach Musik und manchmal merke ich aber auch, okay, ich muss mich jetzt nochmal einfach mit mir beschäftigen und dann laufe ich ohne was. Und momentan beschäftigt mich eben sehr dieser Zwiespalt zwischen dem, was ich eigentlich gerne möchte und dem, was ich muss. Also ich muss in die Uni gehen und ich muss da meinen Kram machen und das ist aber nicht mehr das, wofür eigentlich mein Herz brennt. Und auf der anderen Seite steht eben, ja, mein Blog, YouTube, Schreiben, Zeichnen und mich da weiterentwickeln und an mir arbeiten und da besser werden. Und ja, für mich ist es ganz, ganz schwer, weil ich ein sehr pflichtbewusster Mensch bin und die Uni ja momentan quasi meine Pflicht ist und alles andere mache ich ja in der Freizeit. Und es ist ja schon
auch ein Stress, irgendwie beides unter einen Hut zu bekommen. Das merke ich jetzt schon. Das ist erst die zweite Uniwoche und dann frage ich mich manchmal, wofür mache ich das? Weil ich bekomme ja jetzt nichts dafür. Also weder wenn ich mich hinsetze und zeichne, noch wenn ich mich hinsetze und schreibe, noch wenn ich mich hinsetze und ins Video schneiden einfuchse, noch wenn ich jetzt hier sitze und mit euch spreche. Aber mir ist dann so bewusst geworden, dass ja eigentlich, es ist egal. Es ist egal, ob ich was dafür bekomme. Es ist egal, wie viel Aufmerksamkeit das Ganze bekommt. Und es ist egal, ob das nicht meine Pflicht ist, sondern ja, eine Kür sozusagen, weil es ist das, was mich momentan glücklich macht. Und ja, ich finde, man sollte irgendwie im Leben so gut wie es geht, das tun, was einen erfüllt und was einen glücklich macht. Und das allein reicht doch schon als Grund, um das zu tun. Also da brauchst du doch eigentlich nicht mehr. Und ja, das war einfach nochmal eben so, ja, ich mache das jetzt mit der Uni, einfach weil es im Moment auch keine andere Möglichkeit gibt. Also es gibt immer eine andere Möglichkeit, aber keine, die ich mich momentan traue. Es ist ja auch mal eine Frage von Mut. Aber trotzdem gebe ich das andere jetzt nicht her. Und dann, ja, struggle ich lieber ab und zu mal und nehme mir irgendwie die Zeit und gucke, was daraus wird. Aber solange dass das ist, was mich glücklich macht, ist es egal, was andere darüber denken, ist es egal, wie viel Aufmerksamkeit das bekommt, ist es egal, was daraus mal werden kann oder was daraus mal nicht werden kann. Und ja, es ist einfach egal, weil es ist das, was mich eben erfüllt und was mir unendlich viel gibt und deswegen wird es gemacht. Und das kann man eben jetzt nicht nur auf die Kreativität beschränken, sondern das kann man ja auf alles übertragen. Ja, man sollte einfach irgendwie das machen, was einen glücklich macht und da auf alles andere oder alle anderen Meinungen auch irgendwie, ja, scheißen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als das aufzugeben aus Vernunftgründen oder aufgrund von äußeren Meinungen. Und irgendwann kommt man entweder an einen Punkt, wo man merkt, okay, da gibt sich für mich ein Weg damit und es war so gut, dass ich damit immer weitergemacht habe und ich werde jetzt in irgendeiner Art und Weise belohnt, oder man verliert eben selber die Lust daran. Aber dann eben aus einem selbst heraus und nicht, weil es eben von außen einem quasi aufgetragen wurde. Ja, das war jetzt mein Wort zum Donnerstag. Halt, mein Wort zum Mittwoch. Genau. Ja, ich glaube, das ist fast auch die Abschlussszene. Vielleicht filme ich heute Abend noch mal ein bisschen, wenn ich was noch schreibe, male, zeichne, lese. Genau, und dann könnt ihr mir gerne sagen, ob euch das was gegeben hat, dass ich den Blog gedreht habe oder eher nicht, ob ich damit weitermachen soll oder ob es euch eher nicht so interessiert und wenn ja, was ihr vielleicht auch für Wünsche habt. Ja, also gibt es jetzt frohe Ostergrüße von einer verschützten Anne und genau, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Kleiner Nachtrag, und macht das, wofür euer Herz brennt. Lasst euch das nicht verderben.